Es waren ja nur einige hundert. Und von denen hauptsächlich Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, einige Neonazis und Linksextreme. Ein Sammelsurium geistig verwirrter Anhänger des Friedens. Normale Menschen eben, also Personen, die den totalen Krieg wollen, waren nicht anwesend. Nicht der Rede wert. Dieser kleine Aufstand der Mäuslein in Berlin. Alles Schwarze ist doch längst geistig abgedriftet, wie auch Sarah Wagenknecht oder Merkels General Vlad. Sie sind Putin-Versteher oder stehen auf der Payroll des Kremls. Man kann es sich aussuchen. Auf jeden Fall liegen sie falsch. Vor dem Pult der Demobühne das versprengte Häufchen Elend, ewig gestriger, die mit ihren Rufen nach Frieden ja nur den neuen Hitler des 21. Jahrhunderts huldigen, seine monströse Tat relativieren. Und die heutigen Russen sind eben die neuen Deutschen des 21. Jahrhunderts. Sieht der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Rolle eines Durchschnittsdeutschen recht düster? So und so ähnlich kommentieren WDR, ARD, ZDF oder ORF die Demonstration für Frieden in Berlin. Und manch Propagandist aus der Vergangenheit wäre stolz auf eine solche Berichterstattung, zumal man sie ja gar nicht mehr extra bestellen muss. Die Politkommissare und Giftmischer zur Verfälschung der öffentlichen Meinung agieren mittlerweile vollkommen selbstständig, ohne Zuruf, ohne gesonderten Auftrag. Alles, was nicht der Norm entspricht, und die neue Norm gibt die Regierung vor, ist abnormal, asozial und zum medialen Abschuss freigegeben. Jeder Deutsche, der nicht blutsaufend, stramm salutierend, euphorisch jubelnd jede Lieferung eines deutschen Panzers in den Kampf gegen Russland akklamiert, ist ein Landesverräter. Jeder Bürger Berlins, der nicht unter allen Umständen die grammatikalisch funkelnde Kriegsrhetorik seiner Außenministerin mit hoch erhobenen Armen und schrillem Gegröle, also Baerbock rufen, quittiert, ist ein Spion Moskaus. Und jeder wehrfähige Deutsche, der nicht bei drei vor einem Bundeswehrbüro aufschlägt, um sich für den Kampf gegen die Sowjets anzumelden, ist ein vaterlandsloser Geselle, ein Kommunist eben. Am besten, man sperrt sie alle weg. Denn wer nicht an den Endsieg der deutschen Appelmänner glaubt, ist eben kein Deutscher mehr. Der einzig wahre Deutsche, wie es sich das Establishment vorstellt, führt eben Krieg gegen Russland. Immer wieder, ohne Unterlass.